Hallo alle miteinander, wir sind wieder da und ihr seht heute etwas eleganter ganz als elegant, beim ja. Maxwell und ja. dem Rundfunk. Und warum? Wir feiern heute den Konzertsaal zu Hause. 40 Jahre Kompaktdisk. So ist es. 1981, 82 und diese Geschichte erzählen wir euch jetzt. Aber bevor wir loslegen, entführen wir euch erstmal in das malerische Salzburg. Ihr seht mich hier eingeblendet. Ihr könnt euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass ich das bin, aber ich bin. Ich schon. Du schon, ja. Du warst ja dabei. Ja, genau. Und ich schaue über Salzburg hinweg. Das sind noch alte Dias, insofern wundert euch nicht, dass es etwas neblig ausschaut. So schlecht war das Wetter nicht, denn es war April und es waren die Osterfestspiele. Und da beginnt unsere Zeitreise 1981. Die Osterfestspiele in Salzburg sind im vollen Gange. Und Herbert von Karajan hat sie am 11.04. an dem Samstag eröffnet mit Wagner und dem Parsival. Und am Mittwoch ist Pause, aber der Maestro hat keine Pause. Nein. Der sitzt am 15. April im Landesstudio des ORF in Salzburg. Aber nicht alleine. Und das Thema sind auch nicht die Festspiele und ist nicht Wagner und ist nicht Parsival. Nein, es findet die Weltpräsentation der Kompaktdisk Digital Audio, heute sagen wir kurz CD, ja. statt. Und er sitzt da zwischen Akio Morita, dem Gründer von Sony, den Job van Tilburg von Philips und Chef der Philips Audio Division. Und du kennst ja den Job van Tilburg ja, aus anderen Gründen. Als Entwicklungsingenieur bei Grundig habe ich erlebt, wie der van Tilburg 1987 CEO von Grundig geworden ist. War eine sehr imposante Figur, sagen wir das mal so. Also er hat Eindruck hinterlassen. So ist es, einen bleibenden. Ja, und dann ist noch dabei der Richard Busch, der Chef von Polygram. Und gemeinsam stellen sie die neue digitale Schallplatte vor. Jetzt kann man sich natürlich fragen, der Maestro, Karajan und der lauter Technikern, kann das gut gehen? Ja, ja, ja. Und warum eigentlich Karajan zwischen den technischen Chefs von Philips und Sony und Polygram? Ja, Karajan war ein Technikfreak. Ja, vielleicht darf man dazu sagen, er hat ja Ingenieurwissenschaften angefangen zu studieren. Zwar Flugzeugbau, aber immerhin hat er sich mit Technik sehr gut ausgekannt, bevor er dann ganz in die Musikbranche wechselte. Deswegen ist er auch noch sogar ein Segelfliegen gegangen und hat seine Boote... Ja, er hat sogar einen Pilotenschein, gehabt. Also er war durchaus der Technik aufgeschlossen und deswegen war er auch sehr interessiert daran, an den technischen Möglichkeiten, wie Musik aufgezeichnet wird. Einmal natürlich aus der technischen Sicht, aber andererseits wollte er natürlich der Zukunft zeigen, was er als Dirigent, als Musiker schaffen konnte und wollte bleibende, qualitativ ganz hochwertige Aufnahmen hinterlassen. Und er hatte schon längere Beziehungen zu Sony, zu dem Akio Morita und auch zu dem Oka, der technische Leiter war. Der Morita war ja der Gründer von Sony. Und wenn er in Tokio war und Konzerte gegeben hat, dann war er Gast im Haus von Oka oder Morita und in seiner Hotelsuite waren die neuesten Gadgets von Sony aufgebaut. Also da haben sie ihn ein Royal Treatment, wie man im Englischen sagt, zukommen lassen. Ja, und er war auch in der Firma bei Sony, in der Fertigung ist er durchgegangen, hat sich das alles angesehen. Und er war natürlich derjenige aus dem ganzen Kreis, der von Musik
und Musikwiedergabe fraglos etwas verstand, weil er hatte ein Live-Orchester vor sich. Ja, er hat lang genug in allen berühmten Konzertsälen der Welt das mit eigenen Ohren gehört und wusste, wie das zu klingen hat, wenn man sich das jetzt nach Hause holt, wie wir jetzt. Genau. Und deswegen hat er auch sehr hohe Ansprüche an die Audiowiedergabe gehabt und war von der CD überzeugt, als er sie das erste Mal gehört hat. Ja, was faszinierte ihn denn so besonders an der CD? Das war fraglos der Dynamikumfang. Er hat gesagt, ja, beim Pianissimo, wenn sein Konzert Pianissimo spielt, dann hört man keine Nebengeräusche durch Kratzer oder das Rauschen, so wie es bei der Schallplatte ist. Und beim Fortissimo musste er nicht die Bedenken haben, dass die Nadel aus der Rille springt. Ja, das ist das Problem bei der mechanischen Abtastung, dass wenn die Dynamik zu groß wird, ist die Auslenkung zu groß und die Gefahr, dass die Abtastnadel in die andere Rille kommt. Und deswegen hat man die Dynamik begrenzt, damit das eben nicht passiert. Und da sind wir ja eigentlich schon bei den technischen Spezifikationen der CD. Da kannst du uns sicher jetzt mal kurz einen kurzen Überblick geben, weil wir später ja im Detail die Entwicklung der CD, worauf sie fußt, näher beschreiben werden. Und wenn man ganz kurz das jetzt vergleicht, wie es Karajan auch gemacht hat mit der LP, mit der Schallplatte, dann ist es so, dass schon bei der Kanaltrennung, die Techniker sprechen von dB, die erreicht bei der CD mehr wie 90 dB, bei der LP nur 30 dB. Das ist insofern fatal, weil die räumliche Wiedergabe schlechter wird durch die geringe Kanaltrennung. Dann beim Frequenzgang die CD 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Bei Definition, da kommen wir auch noch drauf, die Abtast, weil die Abtastfrequenz so gewählt wurde, nicht willkürlich. Es gibt keinen Menschen, der jetzt über 20 Kilohertz mehr hört, dann müsste schon ein Vogel sein oder ein Hund. Oder, das heißt, man hat den Frequenzgang natürlich ans menschliche Gehör angepasst. Bei der LB ist theoretisch mehr wie 20 Kilohertz möglich. Die Experten sagen, mechanische Abtastung, kann man auch noch drauf, kann man bis 80 Kilohertz treiben, aber ist vollkommen unsinnig und wird bei der LB auch nicht gemacht. Wird ja auch bei der Produktion mit Magnetbändern aufgenommen. Das heißt also, da ist auch nicht mehr wie 20 Kilohertz also zu hören. Also das wäre dann wirklich eine Quelle für Hunde und Katzen, die ja höhere Frequenzen Katzenmusik. Hören als wir Katzenmusik mit anderen Worten. Ja, dann die Systemdynamik, die ja, wie du gesagt hast, Karajan schon hervorgehoben hat, sagenhafte 96 dB möglich. Das minimal 90 dB, meistens ein bisschen weniger noch, weil man sich Aussteuerungsreserve der Toningenieur, Tontechniker sich das vorbehalten will. Und, aber im Vergleich zur Schallplatte fantastisch wie. Der Klirrfaktor, der ist maximal bei der CD 0,05%, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Bei der LB, wenn sie sehr gut das System abgestimmt ist, dann kommt man auf 0,4%. Wenn die Platte älter ist und zum Platteninnen hin, also wenn die Abtastung zur Innenseite hinläuft, kann sein, dass 3% erreicht werden. Also es ist bekannt, dass Schallplatten mit den Spuren, die näher zum Mittelpunkt sind, der Klirrfaktor schlechter wird, weil das System kann nicht optimal ausgerichtet werden. Die Gleichlaufschwankungen ist bei der CD nicht messbar, weil es quarzgenau in einem Schieberegister zwischengespeichert wird und dann ausgelesen wird. Das heißt also, man kann es nicht mal messen, die Geschichte. Man misst dann die Quarzfrequenz, wenn man so will. Was wollen wir noch sagen? Ja, die Frequenzgangobergrenze, das haben wir oben auch schon erwähnt.
Das ist definiert bei 20 Kilohertz am menschlichen Gehör. Mhm. Und das, was du mit Knacken und Knistern schon erzählt hast, es gibt bei der CD eine Fehlerkorrektur, die jetzt bis zu einem Redundanzfaktor, sagen die, die Techniker, von 25%. Das heißt, es müssen schon massive Kratzer auf der CD sein, dass das gestört wird. Das heißt, nicht wieder bei der LP, bei der mechanischen Abtastung, tritt beim mehrfachen Spielen, bei längeren Spielen, bei älteren Platten Knistern und Rauschen auf. Und natürlich mit jedem Spielen wird die Diamantnadel und die Platte abgenutzt. Mhm. Also was bei der CD überhaupt nicht vorkommt. Ja, deshalb ist wohl Karajan auch auf seine legendäre Analogie gekommen, die er in der Pressekonferenz auch erzählt hat, wo er den Vergleich der CD mit der Schallplatte erläutert hat, aus seiner Sicht so, als wenn man das heutige elektrische Licht mit der früheren Gasbeleuchtung Das haben wir nicht erfunden. Nein. Da gibt es Videoaufzeichnungen, wo er das tatsächlich wörtlich sagt. Also die Hi-Fi-Freaks unter euch werden das nicht gerne hören, diese legendäre Analogie. Aber ich denke, Sie können es dem Maestro vielleicht nachsehen. Ja, ja. Er hat halt nun mal ganz, ganz hohe Ansprüche gehabt. Ja. Und es war zu dieser Zeit, muss man sagen, ja wirklich phänomenal, diese Wiedergabequalität. Revolutionäre Audio-Wiedergabetechnik. Genau. Ja, ein kurzer Rückblick. Seit Ende der 1960er haben sich Sony und Philips ja schon mit der optischen Aufzeichnung von Bild und Ton beschäftigt. Da kommen wir später noch drauf. Auf die Grundlagenpatente. Auf die Patente, genau. Und 1979 haben beide schon unabhängig voneinander einen Prototyp der Digital Audio Disc präsentiert und haben dann sind dann eine Zusammenarbeit eingegangen mit dem Ziel, dass man einen einheitlichen Weltstandard kreiert. Und beide Firmen hatten natürlich auch den Vorteil, dass sie Firmen besaßen oder Anteile hatten, große, die Content produzieren. Genau. Das heißt, die Audioaufnahmen und Videoaufnahmen haben. Bei Sony war es CBS oder ist es CBS. Und bei Philips ist es Polygram. Und deswegen saß auch der Polygram-Chef mit am Tisch, weil es darum ging, CDs natürlich auch zu produzieren. Wobei man sagen muss, für den Markt. Das Tolle dabei ist natürlich, da kommen wir später noch drauf, optische Aufnahme und Wiedergabe. Mhm. War ja erstmal so, dass man es nicht pressen konnte, aber die CD ist ja so entwickelt, dass man sie ähnlich wie Schallplatten im Pressverfahren in einem Schallplattenwerk, das natürlich eine neue Maschinerie, Produktionsequipment haben musste, pressen konnte. Und deswegen Polygram, die ja historisch ewig lange Erfahrung haben mit Schallplattenproduktion. Genau. Ja, und in der Anfangszeit, das heißt 1982 muss man erst noch einschieben, nach der Weltpräsentation in Salzburg ein Jahr zuvor, wurde die CD dann von Philips und Sony der Öffentlichkeit vorgestellt auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Also reale Geräte und reale CDs. Genau. Und in der Anfangszeit nach dieser Vorstellung war natürlich der Anfang wie bei jeder neuen Technologie etwas schleppend, weil es gab wenig Content, die CDs mussten erst produziert, sprich die Aufnahmen erst gemacht werden. Und man brauchte natürlich für diese Technologie einen neuen Player, weil der Schallplattenspieler, den man zu Hause hat, der war für die CD natürlich nicht zu gebrauchen. Und diese Player waren am Anfang ja auch nicht gerade billig. Also die lagen im vierstelligen Bereich. Ja, es ist ja auch Spitzentechnologie gewesen. Richtig, ja. Und ist es noch. Ist es aber noch. Ist halt sehr kostengünstig geworden mit der Zeit.
Aber 1989, also 7 Jahre nach der Funkausstellung, haben die Verkaufszahlen der CD schon die Verkaufszahlen der Schallplatte überholt. Also das ging dann ziemlich rasant. Ja,